So, darf ich kurz um Ruhe bitten? Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel VfL Omazia Mausklingen gegen die TSG Hoffenheim 2. Das Spiel endete 1:1. Torschützen waren Nico Dobrus in der 10. Spielminute mit das 1:0 und der Ausgleich in der 65. Minute das 1:1 durch den Spieler Philipp Rettig. Ich begrüße recht herzlich Marco Wildersinn, hier als Gästetrainer von der TSG Hoffenheim bei uns, und Stephen Jones. Bevor ich weitergebe, die Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Rowe Motoröl. Ja, Herr Wildersinn, wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie schaut Ihre Spielanalyse aus? Ja, guten Abend zusammen. War natürlich eine sehr, sehr schlechte Anfangsphase in das Spiel für uns. Okay, fange ich nochmal an. Schönen guten Abend zusammen. Die ersten 10, 15 Minuten von dem Spiel waren natürlich denkbar schlecht für uns. In der ersten Minute gleich die Verletzung von Johannes Bender. Und danach noch 10 Minuten nach einem einfach krassen Fehler das 0-1 kassiert. Das war natürlich sehr schwer für uns, aber ich finde danach haben wir schon geschafft, dann irgendwie uns in das Spiel reinzukämpfen. Was unsere Leistung angeht, gefühlt viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag, das heißt wenig Chancen rausgespielt. Deshalb können wir mit unserer fußballerischen Leistung heute nicht zufrieden sein. Wie die Jungs das kämpferisch angegangen sind und immer wieder versucht haben, auch das eigene Tor zu verteidigen, auch in den vielen Umschaltmomenten. Das heißt, Worms hat schon viele Konterchancen gehabt, hat viele Standardsituationen gehabt. Ich finde, haben wir uns gut gewehrt, haben die Situation gut verteidigt. Und deshalb war dann auch der Ausgleich nach 65 Minuten, wo man ein bisschen besser reinkam, wo man ein bisschen gefährlicher wurde nach vorne, war dann auch nicht unverdient. Und unterm Strich können wir mit dem Punkt natürlich absolut leben. Ich kann damit leben, wie die Mannschaft gefightet hat. Nicht ganz, wie sie Fußball gespielt hat, das müssen wir besser hinkriegen. Aber ich denke, nach dem 0-5 gegen Offenbach war das heute eine Reaktion, und die wollte man natürlich zeigen. Wir wollten natürlich zeigen, dass es kein normales Ergebnis ist, dass wir da nicht so viel schlechter sind wie die Offenbacher, und da wollten wir heute einfach uns deutlich besser aus der Affäre ziehen, eine deutlich bessere Leistung als Mannschaft auf den Platz kriegen, und das ist uns, denke ich, geglückt, und deshalb bin ich mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Viel Erfolg noch für die restliche Runde, sage ich jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zu Wort komme gleich, aber es sind immer schöne, enge Spiele hier. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, und ich weiß, ihr braucht jeden Punkt. Den heute habt ihr euch, denke ich, verdient, und ich denke, es werden noch die weiteren dazukommen. Das ist auch, dass wir uns Sechser wieder sehen. Viel Erfolg. Vielen Dank, Herr Wiedersehen. Ja, Steven, wie sieht dein Statement zum Spiel aus? Ja, wir, denke ich, sind gut in die Partie gekommen. Wir haben uns vorgenommen, druckvoll anzulaufen, aber das haben wir nicht besonders gut gemacht. Ja, aber wir sind draufgegangen, wir haben aber vom Timing her, hat mir es nicht so gefallen, aber trotzdem haben wir Druck drauf gekriegt, haben das erste Tor ein Stück weit den Fehler auch erzwungen, gehen dann 1-0 in Führung, der Dobro macht das sehr gut. Was mir dann nicht gefallen hat, dass uns das Tor keine Brust gegeben hat. Ja, wir haben dann gut verteidigt in der Phase, wir haben gut verteidigt gegen eine spielstarke Mannschaft, aber wir haben die Kontersituation, die wir hatten, haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Ja, wir sind zu selten aus den Drucksituationen sauber rausgekommen, haben Probleme gehabt, mit dem ersten Kontakt den sauber abzulegen, von dort aus weiterzuspielen. Damit war ich sehr unzufrieden in der ersten Halbzeit. Auch insgesamt unser eigenes Spiel mit dem Ball hat mir auch nicht gefallen. War zu wenig Bewegung, auch vom Positionsspiel nicht so, wie wir das wollten, wie die Mannschaft das kann. Aber ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass die Mannschaft über 90 Minuten gegen eine sehr spielstarke Mannschaft wenig zugelassen hat, bis gar nichts zugelassen hat. Ja, und ich glaube, das sind die Tugenden, die wir brauchen im Abstiegskampf, ja, dass wir gut verteidigen, dass wir als Kollektiv gut arbeiten. Und damit kann ich schon sehr zufrieden sein. Und ich denke, dass der Punkt für uns am Ende des Tages Gold wert sein kann, dass der wichtig für uns ist. Und ich glaube, auf der Leistung kann man insgesamt aufbauen für die nächsten Spiele jetzt, denn ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, ihr mehr Ballbesitz,
Aber wenn Dimi Verfehl ist, das 2-0 macht und kann er den Sack zumachen und wir können am Ende sogar als Sieger hier vom Platz gehen und von daher sage ich, es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir können beide mit dem Punkt leben und gut ist. Danke, schönen Abend noch. Vielen Dank, Steven. Gibt es Fragen der Presse? Ja, Steven, wenn ich jetzt richtig gesehen, gerechnet habe, haben nur 4 Feldspieler ihre Position behalten im Vergleich zum Ulm-Spiel. Wenn du die vielen Rochaden oder die einzelnen Rochaden mal näher erläutern könntest, was dahinter steckt. Habt ihr Zeit und Lust, in die Gedankenwelt eines Trainers einzutauchen? Ja, ne? Nein! Nein, ne? Du, also ich wollte auf jeden Fall, wir wussten, dass Hoffenheim im 4-3-3 spielt und ein insgesamt sehr spielstarkes Zentrum hatte und ich wollte 3 Spieler dagegen stellen, die läuferisch in der Lage sind, 2 Kämpfe zu gewinnen und hinzukommen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, mit Doro, Malte Moos und Leon Volz Spieler hinzustellen, die laufstark sind, die auch in Zweikämpfe können und die da auf jeden Fall Impulse setzen können. Darüber hinaus fand ich die Idee gut, mit Leon Volz jemanden zu haben, der mit Dimi Verfehlis vorne im Sturm gut harmoniert und der dann auch Kontersituationen aufgrund von seiner Physis vielleicht zu Ende bringen kann. Juse wollte ich wieder auf dem Platz haben, nachdem er jetzt krank war, habe ich mich dafür entschieden, ihn rechts und Dobro links und von daher das zur Offensive und hinten die Viererkette. War jetzt erstmalig so, dass durch Dino Bajric, ja, der Tom seine Chance bekommen hat, ist ein gelernter Innenverteidiger. Und ich fand es irgendwie sexy. Stefan Trietz, der gelernte Rechtsverteidiger ist, dann auch mal auf seine Stammposition zu bringen, weil ich mir einfach erhofft habe, dass wir dann über die Flügel mehr Impulse setzen können, wenn er nicht immer auf seinen falschen Fuß abkippen muss und wollte mit Tevin Ihrig, weil er ein Linksfuß ist, wusste ich, dass wir die Seite auf jeden Fall stabil verteidigt kriegen und habe mir erhofft, dass wir da auch ein paar Impulse nach vorne kriegen und von daher ein Stück weit ein paar Rochaden. Aber die Jungs haben es, glaube ich, sehr gut umgesetzt und personell habe ich ja schlussendlich nur 2 Positionen verändert. Herr Wilder, sind beide Mannschaften mussten ja 0-5 gut machen, weil Marz hat jetzt aus dem Hinspiel, also für beide waren, weil jetzt die TSG verantwortlich ist, ist der Anspruch, immer Spektakel zu bieten oder wo rühren so große Unterschiede her? Also grundsätzlich mag ich Spektakel, aber nur dann, wenn wir die Tore schießen. Ich habe es im Vorfeld von dem Spiel auch schon gesagt, das ist mir diese Saison deutlich zu viel, deutlich zu viele Spiele, wo wir viele Gegentore kriegen. Klar, gegen eigene Tore wehre ich mich nicht, aber da müssen wir mehr Stabilität reinkriegen. Und das ist dieses Jahr ein bisschen krasser als die Jahre davor. Ja, uns fehlt da oft die Stabilität defensiv. Wir lassen uns von Fehlern zu oft dann aus dem Konzept bringen. Und klar, es ist eine junge Mannschaft. Das gehört da irgendwo dazu, das weiß ich, damit kann ich auch leben, aber dieses Jahr ist schon etwas zu viel und da müssen wir dann arbeiten, dass wir ein bisschen mehr Ruhe reinkriegen. Und auch das war eben, habe ich eben schon versucht zu sagen, was Positives an dem Spiel, dass wir trotz dieses schlechten Starts dann schon irgendwo ja, unser Gleichgewicht wieder gefunden haben und dann den Ausgleich gemacht haben. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich, dass Sie da waren. Weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Mannschaft, Marco Wintersinn. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg in 3 Eich. Bring uns ein paar Punkte mit, am besten 3. Dankeschön. Und ich habe für Sie noch die weiteren Endergebnisse der Regionalliga Südwest von heute. FC Homburg gegen den SSV Ulm 2-1. VfB Stuttgart 2 gegen Astoria Waldorf 0-1. Der TSV Steinbach-Heike besiegte Eintracht Stadt-Allendorf 1-0. SV Elversberg besiegte den FSV Mainz 05-2 mit 3-1. Und in der Begegnung Kickers Offenbach gegen Hessen 3-1 stand es kurz vor Schluss 1-0. Das war die Pressekonferenz. Hier wurde Ihnen präsentiert von Rofe Mineralöl. Ja, bei uns geht es nochmal weiter mit dem Spieleinterview. Dazu begrüßen wir heute Tom Scheffel und Eugen Kopko. Ja, Eugen, heute leider kein Einsatz. Wie hast du das Spiel von draußen heute gesehen? Ja, guten Abend erstmal.
Ja, ich denke, die Trainer haben schon das alles angesprochen. Es war ein schwieriges Spiel. Sind wir in Führung gegangen und dann von Hoffenheim eigentlich nur mit einem oder zwei Torschüssen. Das Spiel geht unentschieden aus. Es tut sehr weh in unserer Situation. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen, weil die Trainer haben ja schon dazu alles gesagt. Tom, dein erstes Spiel von Anfang an für die Wormatia. Wie hast du es auf dem Platz gesehen? Ja, war toll wieder zu spielen. Und ich denke, wir hätten uns am Ende natürlich mit 3 Punkten belohnen können. Aber so nehmen wir jetzt den Punkt mit. Und wie der Trainer schon gesagt hat, nehmen wir die positiven Aspekte mit. Und ich denke, dass wir heute die kämpferische Seite und dass sich alle reingegangen haben. Ich denke, jetzt haben wir auch die Fans gesehen. Und jetzt über die englische Woche müssen wir da anknüpfen. Und ich denke, dann holen wir genügend Punkte aus der englischen Woche. Ja. Wie wichtig war es jetzt für dich, auch mal wieder von Anfang an zu spielen? Ja, sehr wichtig. Ja. Also übers Training kann man sich viele Körner arbeiten, aber am Ende will man natürlich spielen und der Mannschaft helfen. Ja. Wenn man so deine Vita liest, steht eigentlich ja nur Chemnitzer FC. Was waren so die Gründe zu sagen, ja, jetzt gehe ich doch mal so in die Ferne, in der WZ konnte man lesen, Worms ist man lieber als Rumänien. Da habe ich auch erstmal geguckt. Was ist da dran? Ja, also ich bin halt in Chemnitz geboren und dann habe ich halt den Sprung in die Männermannschaft geschafft und dann lief es halt relativ gut, dann kamen halt ein paar Verletzungen dazwischen und wie es halt beim Fußball ist, da werden immer schnell mal Entscheidungen getroffen und deswegen war dann die Tür offen, halt mal einen anderen Verein aufzusuchen und ja, jetzt ist es Worms geworden und ich bin absolut zufrieden mit der Entscheidung. Das freut uns natürlich auch. Mit der Leistung heute waren wir auch voll zufrieden. Ich denke, das ist auch ein Applaus nochmal wert. Ja, Eugen, nach vielen Jahren endet im Sommer deine Ära Wormatia. Warum, wieso, weshalb? Ja, eigentlich nur aus beruflichen Gründen. Also ich, nach meiner abgeschlossenen Ausbildung werde ich die Trainingsuhrzeiten einfach nicht mehr einhalten können von 16 Uhr. Das ist auch jeden Tag, also fast jeden Tag. Das ist dann ja, eigentlich nicht mehr machbar ab Sommer. Und deswegen habe ich dann jetzt im Februar das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht und ihnen meine Entscheidung mitgeteilt, dass ich dann ja, im Sommer schweren Herzens die Wormatia erstmal verlassen werde, um ja, noch 1-2 Jahre auf einem gewissen Niveau spielen zu können. Und ja, was danach passiert, schauen wir mal. Lass uns noch mal ganz kurz auf den nächsten Gegner schauen, Hessen Dreieich. Für mich war es einer der besseren Gegner hier in Worms, also nicht zu unterschätzen. Ja, nee, also ich würde sagen, man kann keinen Gegner in der Liga unterschätzen. Und ich glaube, die haben jetzt auch ein bisschen eingekauft und das wird auch kein einfaches Spiel. Also, aber wir wollen auf jeden Fall Punkte holen. Und ja, dafür werden wir unser Bestes geben und ich bin da guter Dinge, wenn wir mal ein gutes Spiel abliefern, dass wir dann auch auf jeden Fall was mitnehmen werden. Hast du im Vorfeld, bevor du nach Worms gekommen bist, schon mal so ein bisschen geschaut, wer spielt eigentlich so in der Regionalliga Südwest, was sind deine künftigen Gegner? Ach, das verfolgt man eigentlich immer, also egal in welcher Liga man spielt, gerade Regionalliga Südwest sind gute Mannschaften vertreten und die Relegationsspiele hat man alles so mitbekommen, deswegen war mir das alles schon bewusst, auch was alles so auf mich zukommt für Vereine. Ja. Gibt es so ein Spiel, wo du sagst, da freue ich mich jetzt schon ganz besonders drauf? Ja, ich denke gegen die Mannschaften, wo auch viele Fans mitkommen, wenn wir zu Hause spielen oder bei denen, ich denke, das gibt nochmal so einen extra Kick und da freut man sich besonders drauf. Ja, ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr nach dem Spiel nochmal Zeit gefunden habt, hier hochzukommen. Herzlichen Dank, Eugen Gopko, und vielen Dank an dich. Dankeschön.